Dan weer een luid, blijf bij mij. En met deze luid, zou je welkom te programma zit in huis. Ik vrij me dat u ongeschuld hebt en dat u hier met mij best deze stond zijn en we gaan ook ja's van jou waren. Maar dit luid, blijf bij mij, dat heeft mij ongeschuld. Dat is iets wie Jezus verspreidt, hij wordt jeder dag bij ons zijn. Gans van eind van deze wereld. Wie kunnen we zeggen zijn, wie zijn niet alleen. En du weinst, sing wie arm, du weinst, ja, wie Lobleute, Leute über das Leben, verschiedene Leute singen, wird arm gefallen. Und wo man wie arm ihr bringen. Und auch Spaß. Warum nicht Spaß? Aber mit dieser Sicherheit, Jesus ist bei uns, und das, was wir tun, das bringt am ihr, das bietet uns am nächsten ab, und so will wir leben, so will wir leben. Dankeschön für deine Schuld, Han, bei dem Programm Musik im Haus. Okay, das ist ein gutes Gespräch. Habe ich von der Ogias. Und hier hat Regine Goran. Willkommen hier, Regine. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön. Und wir wollen bei dir heute erst wie du hast was Leute fandst. Ja. Dass du uns von dir sehen was. So, vielleicht bist du, ich wohne von Plotisch über Hürich. Sie kommt Plotisch verstehen, aber redet Hürich Spanisch? Ja. Spanisch, Hochdeutsch, Englisch, ja. Ein bisschen Russisch? Ein paar Wörter, ja. Okay, da sagt schon irgendwas, wo du herkommst gleich. Willst du ein bisschen erzählen, wo du herkommst? Ja, meine Eltern, die sind in Russland geboren, beide, waren aber immer Deutsche. Sind dann, als mein Vater 20 war, meine Mutter 19, sind die nach Deutschland gezogen, haben sich in Deutschland auch kennengelernt. Und naja, haben geheiratet und ich bin das erste Kind von 6. Okay, muy. So, du bist die Älteste. Ich bin die Älteste, genau. Gut, und du singst viel. Ihr habt auch als Geschwister in Zivil gemacht. Ja. Weiter. So, wie kommt das? Habt ihr als Familie was gesungen? Oder? Ja, also mein Vater ist sehr musikalisch. Okay. Meine Mutter kann auch sehr schön singen. Wir haben in der Familie sehr viel gesungen. Meine Mutter hat uns abends immer vorgesungen. Als kleine Kinder haben wir sehr viel gesungen. Meine Mutter hat sehr viel Wert auf Musik gelegt. Mein Vater auch. Ja. Der hat aber auch immer gesagt, es ist sehr wichtig, dass das, was du singst, auch deinem Herzen entspricht. Also Wörter haben viel Kraft und du sollst mit deinem Singen nicht lügen. Und wir sind dann auch in einer, einer freien christlichen Gemeinde zur Gemeinde gegangen. Da muss man immer Röcke tragen und die Frauen Kopftuch und so. Und mir hat es auch immer sehr gefallen. Und dann, dort haben wir auch sehr viel gesungen. Ich habe da auch im Chor mitgesungen und auch in der Schule habe ich im Chor mitgesungen. Also von daher war immer sehr viel Musik bei mir im Leben mit drin. Das ist sehr interessant. So, ihr seid von Russland oder du schon nicht? Du bist in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren. Ja, aber deine Eltern sprechen ja Plattdeutsch, weil wir kennen das hier so, dass viele, die von Russland kommen, die Deutsche sind, die sprechen Plattdeutsch. Deine Eltern sprechen Plattdeutsch? Nein, meine Eltern sind Deutsche-Deutsche. Deutsche-Deutsche. Meine Oma sagt, sie hat Plattdeutsche in Russland kennengelernt. Aha. So, aber ich selber wusste nichts von Mennoniten, bis ich nach Bolivien kam. Ah, okay. Und wie ist dein Mädchenname? Ballard. Regine okay. Ballard. So, das hört sich nicht sehr mennonitisch an. Nein. Nein, gut. Aber sehr schön, dass du hier bist. So, du bist verheiratet? Ich bin verheiratet mit einem Bolivianer, ja. Julio Jordan. Ja, genau. Und ihr habt wie viele Kinder? 2 Kinder haben wir. Ein Mädchen mit fast 4 Jahren und ein Junge. Wow. Sehr schön. Willkommen hier, Regine. Danke. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir wollen jetzt von Regine was hören. Ein Lied. Ja. Vielleicht ganz kurz. Du singst uns ein englisches Lied vor. Du sagst, du sprichst auch Englisch. Warum hast du gerade dieses Lied ausgesucht? Okay, dieses Lied, wie ich schon gesagt habe, mein Vater war immer sehr wichtig, dass die Wörter das Richtige oder das sagen, was dein Herz ausspricht. Und als ich mich dann mit 16 bekehrt habe, also ich hatte Probleme, also ich wollte von Gott weg, weil wir aus unserer alten Gemeinde raus sind. Und dann habe ich gesagt, Gott ist schuld an allem. Aber dann mit 16 habe ich erkannt, dass es nicht Gottes Schuld ist und dass ich Jesus brauche. Und dann habe ich wieder angefangen, mehr christliche Musik zu hören. Und eins davon war dieses Lied, Do They See Jesus in Me? Auf Deutsch sagt es, sieht man Jesus in mir? Und mir war das immer sehr wichtig, weil das Lied davon redet, ist alles, was ich tue, alles, was ich mache, spiegelt das Jesus in mir? Mhm. Und deswegen war mir das Lied auch sehr wichtig. Gut, hören wir das. To see, do I show them?
Use me the way you will. Help me to hold out a heart of compassion and grace. Now that your spirit fills, may you show forgiveness and mercy the same way you've shown it to me. Oh, ich mache es leid.
So, ihr habt gesehen gerade, dass du hast Plattdeutsch gesungen. Ja. So, vielleicht wirst du uns erzählen erstmal, wo kommt das her? Okay, als ich 19 war, sind wir nach Bolivien umgezogen und da habe ich das erste Mal gehört, dass es Mennoniten gibt und dass es Plattdeutsch gibt. Und ich hatte auch sehr viele Freunde, mennonitische Freunde. Und dann sind wir dort zur Jugendstunde gegangen. Ich will ganz kurz unterbrechen. Ich weiß noch genau, also ihr wart schon in Bolivien, als wir als Familie dahin kamen. Da waren wir da bei einer Mission, einer Officina da. Und da kamst du mit deiner Schwester und deinem Bruder dahin. Und ihr brachtet so eine Pizza, ich meine, irgendwo einen halben Meter oder ein bisschen mehr. Einfach eine riesen Pizza dahin. So, irgendwo hattet ihr... Ja, wir haben ein bisschen falsch bestellt. Okay, gut. Immerhin, wir wurden alle satt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann sehr viel auch mit sehr viel mit Mennoniten zu tun gehabt und dann auch Jugendstunde und Gemeinde und auf jeden Fall. Da wurde immer gesungen und dann wurde gesungen auf Spanisch oder auf Plattdeutsch, aber halt nur ältere Hymnen. Mhm. Es gab keine modernen Lieder. So, dann in der Jugendstunde haben wir eigentlich fast kein Plattdeutsch gesungen. Und ich habe aber gemerkt, dass meine Freunde sehr gern auf Plattdeutsch gesungen haben. Und dann habe ich gesagt, warum nicht übersetzen? Und dann haben mein Mann, also der war damals noch mein Freund, dann haben wir uns dieses Projekt gesetzt, wir wollen moderne Lieder auf Plattdeutsch übersetzen und die dann auch singen. Ja. Und ja, David hat uns dabei geholfen. So, ihr habt ein CD rausgegeben, ja. Der heißt? Singen Press. Singen Press. Und Singen Press könnt ihr in ZP30, in der Livrea von ZP30 kaufen. So, da kann man den CD kaufen. Genau. Sehr gut. Okay, wir wollen noch mehr hören von dir. Wie heißt das nächste Lied? Das nächste Lied heißt Storkja Gott. Ist auch auf Plattdeutsch und auch von der CD. Storkja Gott, mein Meister, du bringst immer Frieden. Der graute Haar, sie an, lebst für immer, in dein Bisch bist du kein Ich ergeben. Gut, Regine, ich freue mich, dass du hier warst jetzt und dass du die Gelegenheit nahmst. Aber was, ganz kurz, ich weiß ja das eigentlich, was ihr hier macht, aber kannst du uns erzählen hier und auch den Zuhörern, was macht ihr? Okay, ich und mein Mann, wir arbeiten mit Videoclips, arbeiten auch für David sehr viel. Damals hat das angefangen mit dem Videoclip Ekran.
Das waren wir auf dem Camp und David hat uns gebeten, ob wir dann nicht einen Videoclip machen können von, so ganz spontan. Von dem Lied. Ganz spontan war das. Naja, und uns beiden gefällt die Musik und dann auch noch Video und Fotografie gefällt uns beiden sehr und das war einfach perfekt. Ja. So, damit hat es angefangen und das hat nicht aufgehört. So, letztes Jahr waren wir einmal hier im Chaco. Da haben wir auch Videoclips gemacht für Exalta Jesus und jetzt sind wir wieder hier und machen wieder mehrere Videoclips. Also diesmal eine ganze Reihe Videoclips, die wir machen. Ja. Sehr viel in der Natur, Chaco Natur. Und wir hoffen, in Kürze werden wir euch das hier auch in diesem Programm zeigen können. Mhm. Einige Produkte, was ihr macht. So freuen uns sehr darauf. Sehr schöne Arbeit macht ihr. Dankeschön. Ja. Gut. Dann seid vielmal Dankeschön für die TV einschalten, YouTube, wo immer du gecheckt hast und dass du ab diesem Ort gerne mit Musik am Hüstern kommen, an den Hüst und auch dass wir an uns Hüst Musik haben. Musik erfreut uns, Musik ist was Gutes, was Schönes. In euer YouTube-Schalte kriegt ihr noch ein Leute von der Welt mit meiner Sester Tina Tipp. Dann beim nächsten Mal. Geef nu mijn hart met de leeuwoordje aan, verspreid jij visie die te stoom. Wat hem maar mag komen, ik woon niet raam, waar mij waar ik bij die stoom. Met God hier nu met mij, verspreid jij van nu, die gons terug te blijven, wat hem. Als reed je de warm, als slaagt de geur, voor mij waar hij bij die stond. Door zijn lied wordt de feiten, de zoet om de schoft, verzet jongen worden koel. Waar andere ook scheiden, ik woon niet raad, waar mijn waarheid bij die stoel. Met God hier nu met mij, verspreid jij van nu, die gons terug te blijven, wat hem maar doet jij. Als reed je de hoorn, als slaagt je de geur, waar mijn waarheid bij die stoel. En ik woon voor die zorgen, wat hem aan om hem, in feiten verdoofd wordt als raar. Wat ik kreeg is je wonen, je wekt niet op, waar mijn waarheid bij die stoel. Met God hier en met mij, verspreid jij van deel. Die gons terug te blijven, wat hem maar doet jij. Als reed uit de hoorn, als slaagt de geur, waar mijn waarheid bij die stoom. Deze welt en de zoot en de zachtens immer waren, weil het woord van de troubled, dan jij dat vielleicht ook bloß ab te luisteren, wat heet hier. Nee, dat vind ik niet lang. Oder manchmal, du bist dich vielleicht ganz sicher, dass wir ab Emma Teil sagt, er hat Julia gesagt für Emma. Und dann kommst du inzwischen und zwiebeln. Aber Gott fordert uns ab, solange aus du in ein Leben, soll wir unseren Partner treu sein und bei dem sein. Ich merke dich mal. Und wenn du dort vielleicht so mit Antworten, die du gehört hast, dann einfach an dein Wort sei nochmal, jo, ich sie für Emma die treu. Weil wir den Partner dort vielleicht sogar ab Lüdes im Gesicht sei. Und ihr sagt dann echt, weil die nur Heimat sind in dem Chor, mit Gott hier nur mit mir. Mit Gott hier nur mit mir, versprech ich von dir, die Gunst drüber zu bleiben, wird immer durch ihn. Aus Reg hör er warm, aus Schleich hör er Geld, bar mein, wo ich bin, ich stund. Bar mein, wo ich bin, ich stund.